Hallo, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns heute am Übergang zur Kostenträgerrechnung auf das Schema eingehen, mit dem die Selbstkosten in der Kostenträgerzeitrechnung ermittelt werden. Es geht also um die Frage, welche Kosten sind im Zusammenhang mit einem bestimmten Kostenträger in einem bestimmten Zeitablauf entstanden. Zunächst werden die Materialeinzelkosten und die Materialgemeinkosten addiert, was zusammen die Materialkosten für den Kostenträger in der Periode ergibt. Anschließend werden die Fertigungseinzelkosten und die Fertigungsgemeinkosten zu den Fertigungskosten addiert. Die Materialkosten und die Fertigungskosten zusammengenommen ergeben die Herstellkosten der Fertigung. Hier kann man also sehen, welche Kosten sind allein für die Herstellung eines bestimmten Kostenträgers in einem bestimmten Zeitverlauf entstanden. Nun werden Bestandsminderungen, also ein Lagerabbau im Bereich dieses Kostenträgers, addiert oder eine Bestandserhöhung im Bereich dieses Kostenträgers subtrahiert. Das Ergebnis dieser Berechnung ergibt die Herstellkosten des Umsatzes. Dieser Wert gibt an, welche Herstellkosten sind im Zusammenhang mit der in diesem Zeitabschnitt verkauften Menge des betrachteten Kostenträgers entstanden. Anschließend werden die Vertriebsgemeinkosten und die Verwaltungsgemeinkosten zu den Herstellkosten des Umsatzes addiert und es ergeben sich so die im betrachteten Zeitraum entstandenen Selbstkosten. Dieser Wert gibt also an, welche Kosten im Unternehmen im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Vertrieb bzw. der Verwaltung dieses Kostenträgers in einem bestimmten Zeitraum entstanden sind. An dieser Stelle möchte ich Ihnen eine kleine Eselsbrücke zum richtigen Umgang mit Bestandsminderungen und Bestandserhöhungen empfehlen, deren Bedeutung Ihnen erst dann so richtig einleuchten wird, wenn wir auch Betriebsergebnisse berechnen. Bitte merken Sie sich folgenden Satz, ganz einfach. Bestandsminderungen sind wie Kosten. Das war's schon. Bestandsminderungen sind wie Kosten. Wenn Sie sich das gemerkt haben, so müssen Sie sich bei Ihrer Rechnung in Zukunft immer nur anschauen, ob der Begriff Kosten in der Rechnung, die Sie gerade durchführen, mit einem Plus oder einem Minus versehen wird. Und schon wissen Sie, welches Vorzeichen Sie vor Bestandsminderungen setzen müssen. Die Bestandserhöhungen bekommen dann natürlich das jeweils entgegengesetzte Vorzeichen, das ist selbsterklärend. Hier, wo es um die Berechnung von Selbstkosten geht, werden Kosten aufaddiert. Folglich, Bestandsminderungen werden mit einem Plus versehen, werden auch addiert. Später, wenn es um die Berechnung des Unternehmensergebnisses geht, wird alles, was Kosten heißt, vom Umsatz oder der Leistung abgezogen. Daher werden dann auch Bestandsminderungen zwangsläufig mit einem Minus versehen. Damit beenden wir diesen kurzen Screencast zur Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung. Im nächsten Screencast der Reihe werden wir dann mit der Kostenträgerrechnung beginnen. Herzlichen Dank und schönen Tag noch. Tschüss.